ist so am Quietschen. Das ganze Setup ist so am Auseinanderfallen. Wir werden alt, Setup. Deine Mutter wird alt. Ja, denke ich auch. Bevor das Video anfängt, Leute, ich schaue gern Formel 1. Ich meine, wie man unschwer erkennt, liebe ich Rennsport. Und weil Sky die Rechte gekauft hat und ich es da auf gar keinen Fall schauen möchte, schaue ich es übers österreichische Fernsehen. Aber dafür braucht man einen VPN. Ich gebe also vor, dass ich in Österreich lebe mit NordVPN. Und gehe dann in den Stream von diesem Fernsehsender und schaue mir Formel 1 an. Und das ist, also besser geht's nicht. Außerdem habt ihr mit NordVPN noch, und wenn ihr über meinen Link geht, nicht nur einen fetten Rabatt auf das Paket, sondern auch noch einen Bedrohungsschutz, das euch davor schützt, dass ihr schädliche Software auf eure Geräte bekommt, wenn ihr auf irgendwelchen Seiten seid, die vielleicht nicht die sichersten sind. Und ihr könnt natürlich normale VPN-Vorteile benutzen, wie jetzt zur Sommerzeit, wenn ihr in Urlaub wollt, irgendwas buchen wollt. Das ist wirklich richtig krass. Und das habe ich auch schon mal gemacht. Loggt ihr euch in ein anderes Land ein, geht auf dieselbe Seite und kriegt eine Reise oder einen Flug günstiger, weil sich die Preise von Land zu Land unterscheiden. Ich kann das nur empfehlen, Leute. Der Preis ist auch voll in Ordnung. Vor allem mit meinem Rabatt. Checkt den Link in der Beschreibung gerne aus. Und jetzt viel Spaß beim Video. Oi, oi, oi. Irgendwie ein YouTube-Titel, was ich sagen werde jetzt. Aber ihr glaubt nicht, was passiert ist. Activision hat einen nächsten Schritt gewagt. Und diesmal sind sie einen Schritt zu weit gegangen. Alles andere kann man irgendwie erklären. Das ist das Zeichen für alles irgendwie erklären. Activision hat wirklich es gewagt. Das letzte gute Treyarch-COD. Zu fake. Und zwar Black Ops 4. Das war richtig gut. Es hatte seine Fehler, aber ich habe es ein Jahr richtig durchgespielt, Videos gemacht. Und ich gehe jetzt rein. Ihr denkt, alles ist normal, ne? Alles ist normal. Einige haben mir schon auf Instagram geschrieben. Jetzt zeige ich es dem Rest, der noch nicht davon Bescheid weiß. Dieses legendäre Intro. Ich krieg so Gänsehaut. Haut der Gänse, wenn ich das höre. Diese Zombie-Sound. Suchen wir mal Team Deathmatch, okay? Wir nehmen mal ein Standard-Match. So, Spiel suchen. Suche wird ausgeweitet, steht da oben. Der Typ wartet richtig abgefuckt. Der hat so drei Falten noch bekommen währenddessen. So, ich sitze jetzt wieder hier. Und warte. Und habe jetzt eine Lobby mit... Ja, oh mein Gott, zum Glück höre ich die nicht. Tod durch Vibe. Ich zocke in der Küche. Und da ist noch jemand, ein Deutscher, dazu gekommen. Jage deutsche Hurensöhne. Okay, es sind wirklich nur noch die Deutschen, die ich finde. Es gibt nämlich News. Die Server wurden abgestellt im BO4. Seit circa 2 Wochen oder ich glaube seit knapp 3 Wochen in Deutschland und in Amerika und Frankreich, Spanien, Italien. Es gibt keine Server mehr. Nämlich Chris redet die ganze Zeit, man hört ihn nicht, weil ich gerade mit PS5 spiele. Ah, aber VMP gleich Noob, der hat wenigstens ein Emblem, was ehrenhaft ist, wollte ich gerade sagen. Und da habe ich zwei fette Titten gesehen. Komm, ich stelle mich auch einmal hin. Bitte stellt euch mit mir hin. Ja. Ah, nein! Er macht Liegestütze. Digga, das ist wirklich nur ein BO4 nochmal. Sowas, das ist so krass. Server sind abgeschaltet und es gibt ein sogenanntes P2P-System. Das heißt, einer in der Lobby kriegt quasi den Host und alle müssen zu ihm connecten. Er ist quasi der Mini-Server. Guckt euch diese Szenerie an, das ist traurig. Guck mal, wie wir in der Lobby vergammeln. Wir vergammeln hier und machen nichts. Wir stehen buchstäblich nur rum. Weil Activision gesagt hat, Server abstellen. Aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund. Das Game ist gar nicht so alt. Das ist nur ein Jahr älter als MW. So, das aktuellste COD von Infinity Ward. Was wollen die denn gerade? Was wollen die? Warum schalten sie Server? Und die meisten finden keine Lobby mehr. Die kriegen dann halt einen Error. Ich bin mit niemandem sonst in der Party. Jupp. Also kann niemand außer ein Spieler meiner Party sein? Jupp. Also kann ich jetzt spielen? Macht Sinn. Dann lass mich in dein Spiel. Error. Dieses Meme ist auf Reddit viral gegangen. Dann gibt es einen Typen, der hat das Support-Team, das technische Support-Team kontaktiert, okay? Nachdem ich kontaktiert habe über Liga, was nicht funktioniert, keine Lobbys, Serverprobleme und dass man halt mit Spielern aus aller Welt zusammenkommt, was keinen Sinn macht bei P2P, weil es dann laggt und ihr komplett rausleckt, dann gibt es Hostmigration nach Hostmigration, das Spiel ist vorbei. Mit Beweisen und, war das ihre Antwort. Und ihre Antwort ist so, oh Gott, ich krieg das Kotzen. Thank you for reaching out to Activision Player Support. We have received an update from the higher team. Okay, also die haben mit höheren Leuten gesprochen, mit dem technischen Team. And they stated that currently, okay, wir kriegen eine Aussage. There is nothing we can do on our end. Was? I know this might not be the answer you were looking for. However, regarding this case in particular, I'm afraid we're unable to further assist. If you need help with anything else in the future, I invite you to open a new case. We'll always be at your service, you fucking idiot. Er hat hin und her geschrieben, sein Leben auseinandergenommen und hat dann am 9. September diese finale E-Mail bekommen. Das ist die Antwort vom Activision Support. So, wenn ich Black Ops 4 eingebe und auf die Seite gehe, sehe ich das. Die Server sind angeblich laut der offiziellen Activision-Seite in Ordnung. Es gibt keine Probleme und seit Wochen gibt es dieses Problem, dass keiner irgendwie Lobbys findet und sie haben sich nicht geäußert. Das heißt, Activision will, dass es so ist. Das ist keine Kommunikation, nichts. Keine Nachricht, kein Tweet. Sie schalten die Server ab. Einfach so.
unser nicht! Ich schwöre, das ist der größte Skandal, den wir hatten. Warte mal, die PlayStation-Server will ich auch nochmal angucken. Ja, bei PlayStation ist auch alles okay. Alles im grünen Bereich. Laut Activision, laut PlayStation ist alles okay, aber man findet nichts. Wir suchen nochmal. Hier ist gerade ein Cut gekommen. Ich schwöre euch, ich suche seit 10 Minuten. Da steht wieder, Suche wird ausgeweitet. Jetzt geht's nochmal wahrscheinlich nach Timbuktu oder so. Da bin ich die geilste Con hab. Ich sag immer Frechheit, aber das ist wirklich frech. Das ist wirklich von allen Sachen, die frech sind, ist das Frechste, was bis jetzt passiert ist. Weil das Betrug ist. Das ist Betrug. Wir werden um unser Geld betrogen. Das sollte nicht erlaubt sein. Warum sind ältere CODs noch online? Es macht keinen Sinn. Kann ich einfach irgendwas lesen, das ist meine Zeit besser investiert als in Activision. Das ist traurig, das ist traurig, das ist ein Skandal. Und ich habe Angst, dass alles, was mit dem Alten zu tun hat, abgeschaltet wird. Weil sie immer sagen mit MW2, all new era. Jetzt habe ich was gefunden. Wie viele Spieler? Niemand. Einer. Zombie69 Wolf, das ist safe ein Nachjoiner. Ein Spieler. 20 Minuten suche ich schon. Die sagen, all new era of COD. Was für mich bedeutet, sie machen einen Hardcut und alles vorher wird abgeschaltet. Bedeutet es für mich, oder da wird halt komplett an Kosten gespart und die nehmen einfach die Server. Ja, jetzt geht's los. 27 Sekunden. 1 gegen 1. Ich suche frei für alle, 1 gegen 1. Das kannst du dir nicht ausdenken, es ist so traurig. Was sagt ihr dazu? Lasst bitte in den Kommentaren reden, das ist wirklich traurig. Jetzt ist der Einzige rausgegangen. Ich habe das noch nie gesehen. Da ist gar kein Countdown, nur eine Map. Das sieht so verbuggt aus. Das sieht so unfertig aus. Ich habe das noch nie gesehen. Das ist gerade BO4. Ja, das war's. Foggy lootet ist 42 beigetreten. Nach 25 Minuten. Das Seitengeräusch habe ich so vergessen. Das ist so lustig gerade. Die Lobby füllt sich nicht und er liest einfach nur ein Buch. Das sind auch Verzweiflungstränen gerade. Ich bin so verzweifelt. Aber das Game geht auch nicht mehr los, weil der Countdown ist jetzt verbuggt. Das Game wird niemals losgehen, die Lobby ist tot. So, suchen wir mal Stellung. Let's go. Was habe ich da angemacht? Aus Versehen. Ich mache einen Cut rein, ich will euch nicht zuballern mit diesem Gewarte, aber ich warte wieder seit 8 Minuten. Ja, ich glaube, es ist Zeit, BO4 zu begraben. Nein, ich darf nicht wieder Plastik vergraben, sonst werde ich gecancelt heutzutage. Ich glaube, wir machen was anderes. Komm mit, Leute. Black Ops 4, wir müssen heute Abschied nehmen. Aber warum? Zeiten ändern sich, du bist nicht mehr aktuell genug. Das heißt nicht, dass du dich verändern musst. Oh, okay. Weißt du, BO4, das Ding ist, es kommen halt neue CODs. Ja, aber jetzt hören wir doch mal hin und her. Und natürlich gehen auch die Spielerschaften weg. Du bist auch noch Old-Gen und nicht nur komplett Next-Gen. Und dann das spaltet die ganze Spielerschaft. Und eins führt zum anderen. Jetzt halt die Fresse! Okay, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Activision hat sich abgeschaltet. Diese verdammten Hurensöhne. Ja. Aber warte mal, warum ist der noch online? Er ist, keine Ahnung, er ist ein bisschen beliebter. Man muss sagen, du warst gut, aber das war schon, er ist halt beliebter und vielleicht wollen es mehr Leute spielen. So. Ah, okay, macht Sinn. Vor allem, weil in letzter Zeit auch dieses... So. Warte, Moment mal, der ist doch bestimmt offline, oder? Mann, da steht auf der Hülle sogar noch PS3. Wie kann der noch online sein? Das reicht, Junge. Hab mal ein bisschen Respekt vor deinem Großvater. Hörst du nicht, wie schlecht es ihm geht? Mein Junge, das Wichtigste im Leben ist... Als ob er jetzt verreckt! Das spielt halt freiwillig keiner mehr. Ja, nach 10 Jahren verstehe ich das auch. Aber warte mal, warum ist der noch online? Der hatte keine Server. Da kann man nichts abstellen. Übrigens bei BO2 auch nicht, also beruhig dich. Weißt du was? Ich frag gar nicht mehr nach. Sei mal froh, Digga. Du hättest auch so enden können. Heilige Scheiße. Okay, BO4. Wir hatten unfassbar gute Erinnerungen zusammen. Sehr, sehr, sehr geile Zeiten, aber du wurdest unerwartet früh abgeschaltet. Meine letzte Aufgabe an dich, nachdem du uns so treu gedient hast, ist, öffne dich. Ich werde dir das toteste Objekt aller Zeiten einpflanzen und damit das letzte Stückchen Leben aus dir raussaugen und deine Zeit beenden. Warte, nicht wenn der Bastard zuguckt. Dreh dich um. Du bist nicht ohne Grund noch unausgepackt. BO4. Ich will nicht hingucken. Öffne dich. Thank you.